komm! Wunderschöne 360-Grad-P-Grafik. Na, hey, Zuschauer, und willkommen zu Let's Play Resident Evil. Ja, ich habe mir seit längerem schon gesagt, ich möchte unbedingt den ersten Teil mal spielen. Bedauerlicherweise ist mir der originale PlayStation 1-Teil nicht unbedingt zugänglich. Und ja, deswegen, ich wollte ihn mir jetzt auch nicht erst noch extra besorgen. Zumal ich mir jetzt hier die PS4 Remaster-Version zugelegt habe, wo auch sowieso jeder... What the fuck? Das hast du mir beim ersten Mal machen nicht gesagt. Komm. Beim nächsten Mal... Nee, wenn die Funktion ausschalten werden, keine... ja, nicht anzeigen. Ja, danke. Zieh ab. Tschüss. Ich möchte nicht irgendwelche Daten schon wieder irgendwo von mir rumflattern haben. Das ist aktuell schon schlimm genug. Das kriegen wir auch so hin. Himmel, Arsch und Zwirn, darf ich jetzt auch mal spielen? Dankeschön. So, ich habe das Spiel nämlich... ich habe mir auch ein bisschen Hinweise geholt von Holokesu. Und die meinten... Resident Evil 1. Die haben mir gesagt, ich soll aufpassen. Wir machen mal Anzeige. Machen wir mal Original. Steuerung Original. Es gibt modern. Verschiedene Einstellungen. Kann man das später wieder ändern? Kann man das später noch ändern? Untertitel ein, ja, bitte. Anzeige Breitbild. Ich mache jetzt einfach mal Breitbild. Das wird schon nicht so viel, ne? Föhnt aber eine Menge Arbeit. Wir wandern. Ihr Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden. Wäre ein Spaziergang. Man kann entspannt den Tag. War mal wie? Wie sollte ein guter... Echt jetzt? Wie Bergsteigen. Erfüllen dabei eine Menge Arbeit. Ich soll den Schwierigkeitsgrad... Ist das euer Schwierigkeitsgrad? Wie ein Spaziergang. Man kann entspannt den Tag genießen. Wie wandern. Das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden. Ja, ich schätze mal. Wie wandern? I guess. Klingt wie die gute Mitte. So, und man hat mir empfohlen, ich soll mit Jill anfangen, weil es angeblich mit ihr ein bisschen einfacher ist und... Harris ist Jill... Oh! 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 Oh, das Beefman-Outfit! Uhuhu! Ah ja, auf jeden Fall, ich werde wahrscheinlich beide Seiten machen, so wie mir das auch gesagt wurde, dass man da, dass es da Unterschiede gibt. Ich finde es, der Unterschied allein schon. Er sieht aus wie so ein Milchbubi und hier ist es Chris Beefield. Alter. Bei Jill aber genauso. Nee, komm. Das normale Outfit, bitte. Das Standard-Outfit. Ich glaube, das, war das aus Resi 5, was ich später hatte? Resi 6? Nemesis? Resident Evil 12? I don't know, ich weiß es nicht mehr. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. Alles, was ich sehe, ist Epilepsie. Ach, das war ihr Kinn. Okay. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Also Fleischfield, wenn du das bist, ne? Ich frag mich, warum man überhaupt noch ein Team mit dir schickt. We continued our search for the Oh God, Wesker. And it turned into a nightmare. Ich kann mir richtig vorstellen, wie spooky das auf der PS1 damals gewesen sein muss. Schade, dass das vor meiner Zeit war.
dass ihr immer die Waffe runternehmen müsst. Lass einfach zusehen. Okay. Fleischfield, pack dich! Wer braucht schon Untertitel? Hey, Brad! Where the hell's he going? Chris, this way. Danke, Albert. Ich merke mir das nicht, dass ich das nächste Mal in den Vulkan prügel. Okay. Willkommen im Überlebenshorror. Also im Einzelhandel. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. Er war eben noch bei dir. Wie habt ihr den verloren? Der ist so beefig, wie könnt ihr den verlieren? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. Sicher? But we've got to find... What was that? Klang wie ein Schuss. No. Du Nuss. No. Go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Alter, im Ding Revolver. Ich meine, Barry, bist du sicher, dass du nicht ein bisschen Overkill gehst mit dem Ding? Ah, so ist die Steuerung. Ink Ribbon. Farbband. Okay. Kann ich irgendwie... Okay, da ist die Karte. Warte mal, es gab doch irgendwie hier Controller. Es gab doch so ein Mapping. Prüfen, laufen. Da ist laufen, okay. Tank Controls halt, ne? Wo ist jetzt... Das will ich jetzt mal gucken. Was ist, wenn ich das auf modern schalte? Was ist dann? Nothing changed. Okay, das Quick-Drehen geht so, das habe ich drauf. Hä, hey, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen modern... Ich habe gar nicht umgeschaltet. Wo ist jetzt der Unterschied? Das will ich jetzt mal wissen. Zwischen modern und dem Original. Let me see. Nur mal aus, ne, Forschungsgründen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist Super Mario, nur mit Knarren. Okay, for my own sanity, ich glaube, ich lasse das so. Jetzt, nur um das nochmal kurz zu verdeutlichen. Das Original ist something. Es ist wirklich Tank Controls, so wie du es gewohnt bist. Das, ich glaube, das war einer der Gründe auch, warum die Leute das gehypt haben so sehr. Weil, oh mein Gott, nee, da selbst der Tisch wäre für mich eine Challenge. Ja, okay, wisst ihr was? For my own sanity. Spielen wir jetzt Super Mario 64 mit Knarre. Jetzt werden mich zwar wahrscheinlich 90% von euch hassen, dafür, dass ich das mache.
Aber es geht mir ums Gamefeel und ich glaube, so habe ich um einiges schöneres Gamefeel. Davon mal abgesehen. Ja, das war die Karte. Genau so war, glaube ich, Feuern und das... Oh, das ist um so vieles schöner. Oh ja, es fühlt sich auch um so vieles schöner an. Einzige Bewegung ist das stille Flackern der Kerzenflamme. Verschmutzter Krug. I think you'd better take a look at this. What is it? Auf jeden Fall kein Ketchup. Blood. Jill. Yes. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Das ist Blut. It's not Chris's. Wenn es so ein Chris wäre, wäre es Bacon, Junge, mein Junge. Oh ja, aber das spielt sich um so vieles schöner. Hol wird mich dafür verachten, dass ich das so mache, aber es ist mir... Ew. Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwertstück in der Brust des anderen Ritters. Der lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Er hat ja mal einen Kurzgeschmack. Wenn die beiden aneinander geschlagen haben, liegt der Weg in einem Schicksal frei. Aha. Die Musik ist auch überhaupt nicht creepy hier. Es ist ja wunderbar, ne? Boah, aber es... Okay, wirklich. Hohl und Kesu werden mich beide gleichmäßig dafür hassen, dass ich das so mache. Aber ich mache es so, because it's nice. Es fühlt sich um so vieles schöner an zu kontrollieren. Wahrscheinlich hätte ich jetzt auch auf normal spielen können. Weil die beiden meinten immer, die Controls sind das Einzige, was gewöhnungsbedürftig ist. Von der anderen Seite verschlossen. Doch die Tür war fest verschlossen. Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Ja, was das wohl zu bedeuten hat. Außerdem, ich werde wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, werde ich mit der Kamera schon genug strugglen. Aber es ist geil. Da, 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 da. Tür ist fest verschlossen. Schwertsymbol ist es. Okay, hier ist ein Schwertsymbol drin. Okay. Mm. Ich weiß, es ist absolut unpassend, but that ass, though. Es ist halt Jill, ne? Es ist Jill Knackarsch Valentine. Das darf man nicht vergessen. Oh, hi. Straight ripped out of GameCube? Sieht fast danach aus. Hi, Kumpel. Wow. Okay, der ist shoot. Resistenter Fuck. Ich würde gern was sehen. Das ist das Problem. Jesus Christ. Hartnäckiger Penner. Kann ich dich irgendwie... Ja, das ist nicht viel, was ich hier habe. Wie funktioniert das? Ah. Ah. Ha, you dead. Kann ich jetzt... Warte mal. Hm, okay. Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er etwas fest. Wow, die Zeit, wo es noch Videokassetten gab. Das ist der Film, den Kenneth gehörte. Er braucht einen Videorekorder, damit man ihn sehen kann. Hm, okay. Okay, Chef. Bestens hatte ich Wesker berichten. Wie du meinst. Wenn du sagst. Ne? Bye, Kumpel. Wir sehen uns später. Hoffentlich nicht. Barry! Look out! It's a monster! Wo kommt der jetzt her? Let me take care of it. Alter! Drei Schuss von einer Magnum? Das sind normale Gegner! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Ja, aber jetzt wurde es von Cutscene-Bullets erschossen. Das ist ein Unterschied. Cutscene-Bullets sind um einiges effektiver. Das möchte ich nur mal so nebenbei be...
Ist der... Dickhead, ist... Ich kann auch nach oben und unten. Das ist die derbste Rave-Party, bei der ich jemals war. Okay, gut. Gehen wir erstmal zu Captain im Wesker. In einer Zeit, bevor er noch seinen Mantel hatte. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Hat er nicht gesagt, er wollte den Bereich hier sichern? Meine Güte, Wesker, du, dich kann man aber auch mit keiner Aufgabe betreuen. Also, man mag ganz ehrlich. Am besten stehe ich in die Führung, Halle ab. Wie du meinst. Am besten stehe ich hier... Okay. Wenn du das meinst, Jill. Wenn du das meinst, wird das schon stimmen. Okay. Wisst ihr, wenn Jill sowas sagt... Hey. Barry. Luck, Jill. No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. Hm? It's a lockpick. You'd make better use of it. Meine Hände sind zu fleischig dafür. Dietrich. Der krumme Dietrich! Okay, sorry. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Barry. Ganz ehrlich, ich hab dich echt gern. Gerade aus Revelation 2. Aber du weißt, was hier los ist und du sagst, wir sollen uns trennen. Are you fucking serious? Fucking Numbnuts. Verbleibend vollständig. Was soll das denn halten? Ah, okay, aber ich weiß, das ist eine Schreibmaschine. Ich weiß, Schreibmaschine ist sowieso zum Saven. Und generell, ein Helmchen-Symbol. Och, ein Helm. Ja, Mensch. Wer wirklich die alten, ganz alten PlayStation 1-Teile sehen will, dem kann ich empfehlen. Schaut mal bei Kizuna vorbei. Die hat eigentlich die ganz alten Teile Let's Played auf... mit der... Ich dachte, das ist die Musik. Ich habe mich gefragt, wer mir gerade ins Ohr furzt. Was, als würde man sie beobachten? Frau am Brunnen. Mehr so Grund, warum ich hoffentlich nicht von Twitch gebannt werde. Und da ist irgendwas Blinky Bill-mäßiges drin. Ein Adelsfoto in einem Rahmen. Eine Person hat was mit diesem Haus zu tun. Ich hatte eigentlich nicht vor, das zu tun. Kann ich? Sieht nicht danach aus. Ich meine, sie zielt ja nicht in die Richtung. Das wird nicht funktionieren. Aber davor... Ihr habt doch da vorne einen Schalter gesehen. Oder sieht... Also, sieht nur so aus. Ich sehe das doch da oben. Blinky-Billen. Ich bezweifle aber, wie gesagt, dass ich da irgendwie draufschießen kann. Tür verschlossen. Schwertsymbol. Well, that's just dandy. Okay, immerhin kommen wir hier durch. Alter, die Kamera macht mich aber auch ein bisschen kirre. Also ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, dass ich den modernen Bewegungsstil gewählt habe. Ein Dolch. Erteilungsobjekten wie Dolch... Brilliant ausweichen, wenn ein Gegner sie packt. Wir können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Verteidigungsobjekte auszunutzen, ausrüstet, geben Sie beim Statusbildschirm, wählen Sie Objekte im Menü. Verteidigungsobjekte, wählen Sie meinen Befehlen, ausrüsten. Verteidigungsobjekte im Controller-Einstellung manuell gestellt, müssen Sie verwenden, das auf L2. Okay. Das ist mein Messer. What? Ach so. Das ist jetzt instant ausgerüstet. Ah, okay. Ich kann also Leute mit meinem Messerchen pie... hi. Fleisch. Oh, fuck.
Scheit. Fuck. Pixin! Thief! Kann ich dich messern? I will fucking stab you. Alter, der hat das Ding immer noch im Kopf! Take that! Pisskopf! Das hast du davon! Leg dich nicht mit mir an! Okay, gut. Ja, das, das lief horrible. Mein Status ist gesund. Gut, er hat nur ein bisschen an mir geknabbert. Düsteres Gemälde des Hauses. Wie ist der hierher gekommen? Und wo? Achso, das Item ist immer noch da. Kann ich das Ding nicht einfach? Nee. Sie macht so einen komischen Schritt nach vorne dann. Nach hinten. Ganz ehrlich, ich sehe das doch. Aber ich glaube nicht, dass ich da drauf schießen soll. Das ist... Sowas drivet mich ja schon wieder nuts, ne? Ich weiß ganz genau, dass da oben was ist. Aber ich kann nichts damit machen. Die Tür ist fest verschlossen. Das werde ich, glaube ich, dieses heute noch häufiger lesen. Scheint fast, als würden sie beobachten. Gehen wir erstmal zurück. Mal gucken. Also auf jeden Fall habe ich dem Kerl was zum Nachdenken gegeben. Ach ja, stimmt. Hier war Helmsymbol. Jetzt die Frage. Gehen wir Barry besuchen oder gucken wir uns oben mal um? Machen wir uns mal oben um. Was? Das ist eine Tür? Draußen ist Freiheit? I guess. Gib mir den ollen Zuverlässigen wieder. Danke. Von der anderen Seite verschlossen. Ich hasse es, wenn das der Fall ist. Warum muss es... Boah. Ein Grabmal mit einem Bild eines Engels. Hier ist ein Einbruch in der Form einer Pfeilspitze. Und offenbar Werwölfe haben wir hier auch. Mensch, das ist ja... Das ist ja ganz great. Sagt die Karte. Die Karte sagt, da geht's weiter, aber da werden wir wahrscheinlich so schnell nicht hinkommen. Ja, doch, das... ja, doch, ich glaube hier... Wenn ich ganz ehrlich bin, das wirkt hier aber auch wie so ein Geheimgang. Ich meine, das sah mir jetzt eben nicht wie eine Tür aus. Aber okay. Katschonk? Oh doch, jetzt bei genauer Betrachtung ist das sogar ein Türrahmen. Okay. Ja, ich glaube... Wer ist schlauer, Barry? Ich glaube, wer ist sowieso... Ja, Gewitter. Erfüll noch mehr Klischees, why don't you? Vor allem, ich renne ständig quasi. Das ist, ich brauche die Renntaste gar nicht. So. Barry... Barry? 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 Barrios? Erstochen haben die Devi. Ja, also erstochen haben sie sich, alright. Was haben wir denn da? Symbol. Okay. Minister mit Objekten gefolgt, Befehls untersuchen. In Details werden angezeigt. Wie du meinst, Chef? Ja, da habe ich aktuell keine. Es gibt Taser? Ach ja, stimmt. I don't have. Ach so. Prüfen.
Schild? Ist das ein Schild? Das könnte ein Schild dann sein. Aufgrund der wiederholten Anpassung ganz abgenutzt. Na, wenn das man nicht irgendwie findet. Ja, Gewitter ist gut. Ich hab's begriffen. Du bist spoopy. Ich hab's gerallt. I got it. Eine alte Schreibmaschine. Wir können mehr Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden. Ja, wäre vielleicht jetzt sogar gar keine allzu doofe Idee. Kling, 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 kling. Kling, kling, kling. Zumal hier haben wir dann jetzt auch einen guten Punkt, um diesen Part einmal zu beenden. Wir sehen uns denn das nächste Mal wieder bei Resident Evil 1, der Remastered. Ich kann mich tatsächlich frei bewegen Edition. Bis nächstes Mal. See ya, Leute.